Willkommen und Prosit! Tauchen Sie mit uns ein in die handwerkliche Welt der Braukunst. Seit 2012 ist Petra Lorenz die Braufrau in Vielau, in vierter Generation schon. Zuerst wird Holz gebraucht. Auf Hopfen wäre wohl jeder gekommen, aber die Brauerei Vielau setzt auf echtes Feuer für die Braupfanne. Malz kommt fertig aus der Mälzerei. Aber geringe Mengen Spezialmalze laufen durch die eigene historische Schrotmühle. Das gute alte Stück soll ja nicht verstauben. Die Vielauer Brauerei wurde 1538 erstmals urkundlich erwähnt. Und die Technik, ein Jahrhundert alt, macht das Bier zu einem ganz besonderen. Echtes Handwerk eben. Früh auf den Beinen. Diese Brauer- und Brauereihelfer. Schon vor 6 Uhr stehen sie bereit für das Einmeischen. Schritt 1 des Brauens. Circa 50 Grad sind es in der Braupfanne, wo Malz, Spezialmalz und Wasser vermischt werden. Warum das Ganze? Um Zucker, Stärke und Eiweiß zu lösen. Stufenweise steigt die Temperatur an, damit das gelingt. Was da notiert und besprochen wird, ist nicht etwa das Geheimrezept von Opas Starkbier. Es ist das Sudprotokoll für genau diesen Brauvorgang hier. Frühstück ist fertig. Ob auch ein kleines Bier dabei ist? Das hier sieht jedenfalls nach liebevoller Verpflegung aus. Jetzt weiter. Der Senkboden wird in den Läuterbottich eingebaut. Funktioniert wie ein Sieb. Denn nach dem Maischen müssen die festen von den flüssigen Bestandteilen getrennt werden. Läutern wird das genannt. Bei 78 Grad ist Schluss. Das Feuer wird gelöscht. Und das Abmaischen beginnt. Vorher schnell noch die Jodprobe. Die gibt Auskunft darüber, wie gut die Stärke abgebaut wurde. Eine helle Färbung? Dann ist alles prima. Die Brauer sind auch Bauer. Das Überleitungsrohr wird an die Braupfanne montiert. So gelangt die Maische in den Läuterbottich. Etwas Zeit braucht das Ganze schon, bis alles passt. Im Läuterbottich gelandet, wird die Maische verteilt. Ein angenehmer Malzduft verbreitet sich in den Räumen der Brauerei. Kleines Dampfbad und kurze Verschnaufpause. Mit der Bierpumpe kommt die Würze wieder zurück in die Braupfanne. Jetzt wird eine Probe entnommen. Die Dichte wird gemessen, auch Spindeln genannt. Der Gehalt der Stammwürze gibt Auskunft darüber, wie viel Extrakt beim Läutern herausgeholt wurde. So viel wie möglich wird angestrebt. Und erneut ist Muskelkraft gefragt. Die Brauer und Brauhelfer bringen den Treber aus, also raus mit den Rückständen des Braumalzes. Und es wird erneut eingeheizt. Der Hopfen kommt in die Würze. Nach circa einer Stunde im Kochtopf mit Quirl sind die Bitteraromen gelöst und verleihen dem Bier die gewünschte bittere Note. Zeit für einen kleinen Plausch. Im Biernebel. Die Würze auf dem Weg von der Braupfanne in den Whirlpool, der sich allerdings mehr dreht als blubbert. Was bewirkt, dass sich ein Trubkegel bildet, der so zurückbleibt. Nächste Etappe. Abkühlung im offenen Kühlschiff für 1 bis 2 Stunden. Auf der Zielgeraden läuft die Würze noch eine Runde über den Berieselungskühler. Und von da aus direkt in den offenen Gärbottich, wo sich die Hefe dazu gesellt. Nach circa einer Woche wechselt der Gerstensaft in den Lagertank und bekommt nochmals etwa 14 Tage Ruhe verordnet. Jetzt noch die Fässer füllen. Und der Verkauf kann starten. Da
Das Bier aus der historischen Brauerei Vielau hat seine Freunde längst gefunden, ohne Hopfen und Malz zu verlieren.